und schön, dass du wieder da bist bei Zeichne dich schlau. Wir zeichnen heute gemeinsam ein kleines süßes Bärchen. Du brauchst Papier und Stifte und dann kann es auch schon gleich losgehen. Der Kopf vom Bär ist rund. Er hat zwei Augen, Nase, Mund. Am Kopf, da sind zwei Ohren dran, damit das Bärchen hören kann. Er hat einen knuddeligen Bauch. Zwei Arme und zwei Beine hat er auch. Mit einem Herz in seinen Bärenpranken möchte er sich bei dir bedanken. Sein Name ist Bruno Bär und um seinen Kopf fliegen lauter Herzchen umher. Er möchte dir sagen, schön, dass es dich gibt. Er hat dich wirklich furchtbar lieb. Unser Bruno Bär ist verliebt. Am 14. Februar ist Valentinstag. Man sagt, es ist der Tag der Verliebten. An diesem Tag schenken sich verliebte Paare gerne Blumen, Süßigkeiten oder man verbringt einfach eine schöne Zeit miteinander. Gibt es jemanden, den du eigentlich zum Knuddeln lieb hast? Zeichne Bruno, unser Valentinsbärchen, und schenke es einem besonderen Menschen. Doch beachte, man braucht keinen Valentinstag, um jemanden, den man gern hat, eine Freude zu machen. Ein lieber Gruß und eine Zeichnung, die von Herzen kommt, kann man jeden Tag verschenken und ist immer etwas sehr Erfreuliches. Damit du sehen kannst, wie einfach man das Bärchen zeichnen kann, habe ich meine 4-jährige Gastzeichnerin mitgebracht. So, dann leg mal los. Der Kopf von Bär ist rund. Er hat zwei Augen, Nase, Mund. Am Kopf, da sind zwei Ohren dran, damit das Bärchen hören kann. Er hat einen knuddeligen Bauch, zwei Arme und zwei Beine hat er auch. Mit einem Herz in seinen Bärenpranken möchte er sich bei
dir bedanken. Sein Name ist Bertie Bär. Und um seinen Kopf schweben lauter Herzchen umher. Er möchte dir sagen, schön, dass es dich gibt. Er hat dich wirklich furchtbar lieb. Wie ging es dir beim Zeichnen? War es schwer? War es einfach? Wenn du magst, dann schick mir doch deine Zeichnung von deinem Bärchen. Ich bin sehr neugierig, wie es aussieht. Hast du deinem Bären auch einen Namen gegeben? Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Mach's gut! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.